Die Simpsons gibt es morgen wieder um 18 Uhr bei Pro7. Und jetzt folgt Cinema TV. Wie immer mit allen Kino-Highlights der Woche, vielen Neuigkeiten aus der Filmwelt und einem sehr interessanten Gast. Also bleiben Sie dran. So, was ist mit dir los? Ach, ich hab mich verliebt. Und in wen? In die Pizza Regina. Vergiss es, die ist schon belegt. Live aus unserem 3-Sterne-Küchenstudio in Berlin, die Barilla Comedy Küche. Unsere Gäste heute von Barilla aus Italien, Tagliatelle Gialle, Paglia e Fieno und die Pasta, von der sogar Markus Maria satt wird, Tagliatelle Verdi. Und hier sind sie, ihre Gastgeber, die Houdinis der Pastaküche, Markus Maria Propittlich und Thomas Hackenberg. In unserem Küchenstudio. Und wie immer dabei, Al Dente und die Pasta Brothers. Markus, wir sollten Al Dente und die Pasta Brothers gegen unsere Großeltern austauschen. Das stimmt. Ja. Die können auch keine Instrumente spielen, sehen aber doch vergleichsweise jung dagegen aus. Jo. Heute kochen wir Tagliatelle. Vielleicht schaffen wir dann diesen Italian Dream. Italian Dream? Ja, vom Tagliatellewäscher zum Millionär. Tagliatellewäscher. Zum Teller ist Tellerwäscher. Tagliatelle. Markus, wusstest du eigentlich, dass Tagliatelle aus der Emilia-Romagna stammen und al uovo, also aus einem Teig mit Eiern, hergestellt werden? Ja, das wusste ich. Ja? Und wusstest du, dass die getrocknete Tagliatelle nur in dieser Nestform zugekommen ist? Ja, das wusste ich auch. Aber weißt du, wer jetzt gerade in Italien ist und uns gleich verraten wird, welche Zutaten wir für unser heutiges Tagliatelle-Gericht brauchen? Ja, das weiß ich, die Manuela. Habt ihr ihm das verraten? Okay, wir schalten zu Manuela nach Bologna in sonnige Italien. Dort wird sich herausfinden, wie die Bolognese ihre Tagliatelle am liebsten essen. Das weiß ich schon. Weißt du gar nicht. Bologna messa lavora. Gamberi. Gros carnel. Ricci di mare. Sei Igel. Cucina Igel. Er kocht nicht. Als Salmone. Nur mit Lachs. Aber am liebsten mit welchem Gemüse? Mit Auberginen, ganz, ganz fein geschnitten. Ein bisschen Basilikum. Und ein bisschen Basilikum. Mit Spinat. Mit Tagliatelle le mangio. Con la rucola. Mit Rucola. Ma veramente non so come si condisce col salmone. Nur mit Petersilie. Ecco. Ma questo continuerà mica di là. No, basta, basta. Grazie, bitte. Studio, Thomas und Markus zurück. Ja. Gute Unterhaltung, Manuela. Danke, Manuela. Nachher kommt Manuela noch mal mit der Frage der Woche. Und dann können Sie eine Reise nach Italien für 2 Personen gewinnen. Bevor wir mit dem Kochen loslegen, zeigen wir Ihnen aber erstmal, welche Sorten Tagliatelle-Nester von Barilla es noch gibt. Ja, da haben wir zunächst die gelbe Tagliatelle. Die verdanken ihre goldgelbe Färbung den Eiern. Ja, sehr beliebt sind auch die Paglia e Fieno, eine bunte Mischung aus grünen und gelben Tagliatelle. Ja, und schließlich die Pasta, mit der wir heute kochen. Tagliatelle agli spinaci. Die haben ihre appetitliche grüne Färbung vom Spinat. Und dass die Tagliatelle agli spinaci von Barilla großartig zu einer Soße aus Lachs und Spargel passen, das beweisen wir Ihnen jetzt. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass Spargel ein Aphrodisiakum ist, Markus? Nee. Nee? Ja. Nee, wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich, lass uns schnell kochen. Ja. Okay, also dazu brauchen wir insgesamt 10 Stangen. Die habe ich schon mal gewaschen und jetzt müssen wir nur noch die holzigen Enden abschneiden. Genau, und zwar hier oben. Nein, 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 das ist doch der Kopf, das ist das Beste am Spargel. Ist ja wie bei mir. Ja. Nur, dass er bei dir wirklich aus Holz ist. Was? Nichts. Also der Spargel wird dann in heißes, gesalzenes Wasser gelegt und gekocht. Nachher schneiden wir ihn dann in kleine Stückchen. So, und jetzt müssen wir aber erstmal den Lachs vorbereiten. Den hast du besorgt, ne, Markus? Ja, der ist ganz frisch. Ja. Und wo ist er? Da draußen, in der Badewanne. Ja. Dann hol ihn. Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich, bitte. Das ist kein Problem.
inzwischen schon mal 30 Gramm Butter heiß machen. Man kann übrigens auch ohne Waage ganz leicht ca. 30 Gramm Butter abmessen. Von einem halben Pfund Butter nimmt man einfach die Hälfte und davon die Hälfte und nochmal die Hälfte. Das sind jetzt ungefähr 30 Gramm. Markus, wo ist der Lachs? Aua! Das ist... ich hab da ein kleines Problem. Der Lachs, der hat mich da gebissen. Der hat gebissen. Ich bräuchte eine Angel. Mensch, du bist aber auch gut sortiert hier in deiner Küche, du. Moment, komm gleich. Vorab ab, Freundchen, du. Gut, dann setze ich inzwischen schon mal die Tagliatelle auf. Wie immer koche ich nach der 10-100-1000-Regel. Das bedeutet 10 Gramm Salz auf 100 Gramm Pasta in 1000 Gramm Wasser. Das ist ein Liter, ne? Ja. Da schickt man den einmal einkaufen, ja? Okay, okay, okay. Dann brate ich den Spargel jetzt halt ohne den Lachs an. So. Mit einem Esslöffel zerhackter Petersilie. So, ja. Ich hab erwischt! Am Hals! Ah! Tja. Das hätte ich ihm gleich sagen können. Fische haben überhaupt keinen Hals. So, das Ganze kommt jetzt. Hier kommt noch ein bisschen Sahne drüber. So. Und das Ganze lassen wir. Also normalerweise, wie gesagt, wäre da jetzt ein Lachs drin. Dann braten Sie immer erst den Lachs an, aber die Sahne. So. Was ist los? Ich brauche was Schweres, Hartes. Nee. Ah, hier. Oh. So, jetzt geht deine Kiemen, du Sprotte! Hey, hey, hey. Da ist doch schon alles fertig gekocht drin. Nee. Das ist aber nicht gut. Mensch, Mensch, Mensch. Thomas, glauben oder nicht? Als ich mit der Pfanne reingekommen bin, ne, ist er aus dem Wasser raus, hat sich ausgezogen, filetiert und ist hier reingesprungen. Das ist schon verrückt, oder? Also, da brat mir doch einer den Lachs, du. Ja, und das hat er auch noch selber gemacht. Hey, so. Ich werd blond. Verrückte Welt. So, was trinken wir jetzt dazu? Ich will hoffen, was Trockenes. Alles klar. Also am besten passt dazu ein 98er Chardonnay aus Umbrien. Wunderbar. So. Und während wir den öffnen, stellt Ihnen Manuela unsere Gewinnspielfrage. Hallo, jetzt wieder aus Bologna mit der Frage der Woche. Warum sind die Tagliatelle Barilla gelb? A. Damit man sie im Dunkeln findet. B. Weil sie mit Spinat gemischt sind. Oder C, weil mit leckeres Eier gemacht sind. Wenn Sie es wissen, rufen Sie sofort an. So telefonate subito. Und jetzt viel Glück von Manuela und aus Italien. Ciao. Ciao Manuela. Hi Manuela. Sie können unter der eingeblendeten Telefonnummer anrufen oder im Internet, auf unseren Internetseiten am Gewinnspiel teilnehmen. Und das Gewinnspiel und unsere leckeren Rezepte finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe der TV Movie. Ja. So, und jetzt vermengen wir unsere Tagliatelle mit der Soße. Hm? Oh, das duftet super lecker. So. Das war's dann eigentlich auch schon? Bis auf eine Kleinigkeit. Was denn? Na, das Publikum hätte bestimmt gerne was zu essen, oder? So richtig viel und umsonst? Bandnudeln, ja? Und das heißt auf Englisch Bandnudeln, ja? Und deshalb kriegt ihr heute unsere Band, Al Dente und die Pasta Brothers. Schade. Jungs, jetzt dürft ihr mal essen heute. Und
Hier ist ein bisschen Besteck und wir spielen für euch. Ja? Das war sie also, die Barilla Comedy Küche heute mit Tagliatelle, mit Lachs und Spargel. Wir und El Dente und die Pasta Brothers verabschieden uns und sagen Pasta la vista, baby.